Hallo, liebe Leute. Aus einem besonderen Anlass habe ich gerade mal was Besonderes vorbereitet. Wie man sieht, habe ich hier einen schönen Atari ST aus dem Keller geholt. Ein gutes Stück. Das ist aber noch nicht das Einzige. Ich habe hier noch einen ganz schmucken alten Atari 800 XL. XL. Eines meiner Lieblingsstücke. 6502 Prozessor, 64 KB RAM, Grafik-Co-Prozessor, Antic und GDDR, Pocket-Chip. Das war ein wirklich tolles Stück. Das Team, welches diesen Rechner entwickelt hat, hat dann später den Amiga entwickelt. Naja. Ja, die Geräte habe ich mal hergeholt, einfach weil es ein bisschen um diese Technik geht, um den Retro-Computer. Zufälligerweise stand doch gleich noch eine Lavalampe da. Ja, die ist jetzt bloß noch nicht angesprungen. Muss mal schauen. Ja, eigentlich hatte ich vor, diese noch eine Technik-Generation früher herzustellen. Jetzt fragt man sich natürlich, naja, 8-Bit-Rechner, 8-Bit-Atari, was kam denn da noch großartig davor? Was nennenswert war? Also für mich persönlich kamen davor diese ganzen Eigenbaurechner. Ja? Also das waren ja schon eigentlich Konsumgeräte, obwohl man noch sehr, sehr viel machen konnte. Auch hier habe ich viel gebastelt, gerade bei dem 8-Bit-Atari. Viel in der Hardware noch gebastelt. Aber noch wesentlich mehr hat man natürlich bei den Vorgängern getan. Einfach, weil man gar keine Computer bekommen hat. Ja. Und das waren meine ersten Rechner, waren Eigenbaucomputer. Das war erst wirklich eine Eigenentwicklung. Wobei bei dem ersten Gerät von einer Entwicklung zu sprechen, ist dann schon recht vage. Das war eigentlich das Einzige, was ich hatte, war eine CPU, ein U880. Der war Z80 kompatibel, also der Klon in der DDR, der Z80-Klon. Und 1 Kilobyte RAM in Form von 8 Chips, also 1024x1-Bit RAMs. Das war alles. Das war schon Goldstaub. Also das zu bekommen, das war schon Wahnsinn. Ja, ich muss überlegen. Das war so in meiner Lehrzeit, wo ich das bekommen habe. Also ich habe mich damit angefangen zu beschäftigen, in meiner Schulzeit, so 8., 9. Klasse ging das los. Da hatte ich so diverse Bücher über das Thema, da kam das Thema auf. Ich hole die mal her, mal sehen, ob ich die. Holla, der ganze Schrank steht noch voll mit dem Zeug. Ich habe jetzt bloß mal drei Sachen mitgebracht, die exemplarisch sind. Also das war ja dieses Elektronika-Heftchen war ja von Bernd Hübler und Klaus-Peter Ebert. Ausbaufähiger Mikrocomputer mit dem U880. Jetzt müssen wir mal schauen. Das ist hier nur ein Erscheinungsdatum. 85. Aha, 1985. Das war so eines meiner Klassiker. Das habe ich von vorn nach hinten durchgeschwartet. Das war fantastisch, muss ich sagen. Es gab aber noch zwei Elektronika-Heftchen, die habe ich jetzt gerade nicht gefunden. Und zwar ein Elektronika-Heftchen über den U880 und ein Elektronika-Heftchen über den U808. Die habe ich davor noch verschlungen. Ja? Dann habe ich hier gerade gesehen, man muss sich nehmen, praktische Mikrocomputertechnik von Manfred Kramer. Darauf geht denn der Kramer-PC. Oder Kramer Computer zurück. Hier ist auch beschrieben der Aufbau eines kompletten Rechners inklusive der Quelltexte und. Ja, aber hier sind noch ganz coole Liebesbriefe drin. Was haben wir denn hier? Das finde ich natürlich immer toll, wenn man so in alten Büchern noch irgendwelche uralten Notizen findet. Ah, irgendwelche geheimen Notizen, Zeichensatz, Tastaturverteilung, Grafik. Ach, du ahnst es nicht. Erstens Zeichensatz,
zweitens Grafik Grenzverletzer, drittens Grafik BGS. Ach, du ahnst es nicht. Das war zu meiner Armeezeit. Wir haben dann auf dem KC so Lernprogramme geschrieben. Naja, keine schöne Zeit. Keine schöne Zeit. Ja, das. Und dann natürlich, das von wann ist das? Jetzt muss ich gleich mal schauen. Das ist von 1987. 87. Praktische Mikrocomputertechnik. Und das Buch Kiesermeder, Mikroprozessortechnik, habe ich erst später bekommen. Das war natürlich auch Goldstaub. Aber ich habe es jetzt im Schrank stehen und ich werde es nicht wegschmeißen. Ist auch wirklich, das sind natürlich gute Bücher, ordentlich gebunden, mit einer ordentlichen Bindung. Und auch hier noch wunderbare Notizen enthalten. Das ist ja Wahnsinn. Eine Briefmarke. 45 irgendwas. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich eine blaue Mauritius. Also wer das kennt, was das für eine Briefmarke ist, der kann mir einfach mal Bescheid sagen. Keine Ahnung. So, und was die hier tut auch. Was haben wir hier? Nettolohnrechnung. Ach nee, das lassen wir mal drauf. Nettolohnrechnung. Von wann ist denn das? Verdammt nochmal. Nettolohnrechnung. Gab es hier nicht mal ein Datum drauf? Sehe ich das richtig? Wahrscheinlich hier hinten 6-88. Also das muss von 88 sein. Lohnart, Produktlohn. Wahrscheinlich, ja. Toll mit dem Nageldrucker gedruckt. Ja, da habe ich 834,36 € überwiesen bekommen. Das war zur damaligen Zeit viel Geld. So, und was haben wir noch? Bedienungsanleitung zum Monochrom-Monitor. Das ist wahrscheinlich echt schon neueren Datums. Ja, aber die Briefmarke ist natürlich der Brüller. Ja, wenn man sowas findet in diesen alten. Ja, also das, die, um nicht vom Thema abzukommen. Die Bücher, die habe ich jetzt wirklich, die habe ich damals durchgeschwartet. Das kannte ich von vorn bis hinten und von hinten bis vorn, das kannte ich fast auswendig. Meinen ersten Rechner, da habe ich dann nur einen Prozessor und den RAM bekommen, habe mir eine Platine selber gezeichnet, von Hand gezeichnet und geätzt. Und da ja alles andere auch Goldstaub war, sprich eine Tastatur, eine alphanumerische Tastatur, ging ja überhaupt nicht. Ja? Eine Bildschirmsteuerung, so viel Bauteil, da war überhaupt nicht dran zu denken. Ja? Oder einfachste Sachen, EEPROM oder ROM, ich hatte das einfach nicht. Ich hatte nur RAM. Ich hatte einen Prozessor und nur RAM und eine Tüte voller, übertrieben ausgedrückt, Tüte voller TTL-Bausteine, LEDs, sowas hatte ich. Also habe ich aus lauter LEDs, Transistoren und TTL-Bausteinen eine Art Hardware-Monitor auf dem Board aufgebaut, mit welcher man den Prozessor in Bus-Request-Zustand schalten konnte. Ja. Und damit konnte ich dann diesen Hardware-Monitor zuschalten und hatte dort manuell einfach einen manuellen Adresszähler, ein Datenschieberegister und konnte damit tasten, und zwar mit Nullen und Einsen Werte reinschieben in dieses Schieberegister oder ins Adressregister, konnte den Adressregister weiterschalten, hatte eine Taste zum Schreiben, ja, und so konnte ich den Arbeitsspeicher, den RAM, nach dem Einschalten mit einem Programm initialisieren. Ist eigentlich ähnlich, ich wusste gar nicht, dass das so war, zum damaligen Zeitpunkt, aber man hatte so bei diesen größeren Rechnern damals ja auch diesen Uhrloader, den man mit irgendwelchen Schaltern eingestellt hat. Naja, weil ich nicht so viel Schalter hatte, habe ich das mit weniger Schaltern gemacht und mit Nullen und Einsen und in Schieberegister reingeschoben. Und dann konnte ich das Programm starten und ich konnte das sogar in einem Einzelschrittmodus abarbeiten lassen von der CPU. Bin ich heute noch stolz, in der Einzel-Step-Logik für den U880 hab ich dort entwickelt mit einem D-Flip-Flop. Ja, das war, also die waren manchmal doch recht aufwendig.
Und mal gucken, ob hier sowas drin ist. Ich habe es mit einem Flipflop gemacht. Und dann konnte ich mir das anschauen. Und auf den LEDs hat man den Adress und Datenbus und die Steuersignale gesehen. Und man wusste wirklich, das war ja Theorie. Ja? Aber mit dieser direkten Verbindung mit den LEDs, dass man sieht, was liegt jetzt ganz genau an dem Pin von dieser CPU an, das war für mich eine Sternstunde. Ja? Man wusste dann eben, aha, jetzt binär steht dort am Datenbus ein C3, das ist ein Jump-Befehl für den, ein absoluter Jump-Befehl für den Z80. Also kommt als nächstes der erste Teil der Adresse. Nächster Step, erster Teil der Adresse. Noch ein Step, jetzt kommt der zweite Teil der Adresse. Und wenn ich jetzt noch einen Step gebe, weiß man, jetzt wird der Befehl ausgeführt und diese Adresse muss am Adressbus erscheinen. Wahrhaftig, es war auch so. Ich meine, was ich damit sagen will, ist, das hier war blanke Theorie, aber das dann nachher wirklich zu erleben, fast physisch, ja, das war, da hat es bei mir irgendwo, hat so ein Urverständnis für diese Technik eingesetzt. Das, also da kann ich mich noch sehr genau dran erinnern, an dem Moment. Ich konnte mir das, es gab ja vorher noch keine Mikroprozessoren, zumindest nicht so im öffentlichen Raum, so wie wir das heute haben. Ja? Das war einfach unvorstellbar. Davor war Analogtechnik, davor war für mich Basteln. Meist, ja, das Komplexeste waren Gatter und Zähler und ähnliches, aber viel war auch noch Analogtechnik. Da waren auch noch viele Transistoren im Spiel und. Und sowas Komplexes wie so ein Mikroprozessor, das war schon was ganz Besonderes. Und man hat es ja gelesen, dass es funktioniert. Aber tut's das wirklich? Das war wirklich eine überraschende Erkenntnis, muss ich sagen. Und ich bin gerade dabei, mich wieder maßlos zu verplappern. Darum geht's mir eigentlich heute. Denn es geht mir um einen Eigenbaucomputer. Die alten Hasen werden es schon wissen, um was es geht. Es geht natürlich um den Hive-Computer und um ein Tutorial, was ich erstellen möchte über den Aufbau des Hive-Computers. Aber ich wollte das jetzt mal ein bisschen an den Haaren herbeiziehen für die Neueinsteiger. Die Alten wissen natürlich, worum es geht. Ja. Ich habe hier schon mal so eine Platine. Ich werde dann nachher nochmal den Hive-Computer in Gänze zeigen. Das ist der weltweit einzige Multicore-Home-Computer-Bausatz, den es gibt. Der Hive-Computer. Und ihr müsst diesen Computer unbedingt bauen. Nein, müsst ihr natürlich nicht. Es gibt sehr viele schöne solche Projekte und egal, ob das jetzt ein HC1-Nachbau ist oder ein Spektralis oder dieser N8 VRM-Rechner, der Z80-kompatible. All diese Bastelprojekte sind, ich kann sie gar nicht alle nennen, oder sehr fasziniert dieser Kiwi-Computer mit dem 68.000er und SID-Chips drauf. Und also das Ding, das finde ich ja auch sehr schön. Egal, was man bastelt, man lernt dabei wirklich eine Unmenge. Das war das, wo ich eigentlich jetzt darauf hinaus wollte. Das kam mir beim, wo ich den kleinen Kerl hier wiedergefunden habe im Keller. Und der befindet sich aktuell noch in der Restaurationsphase. War das so das, woran ich mich erinnert habe. Ja, weil ich hier halt bei dem sehr viel noch in Hardware gebastelt habe. Ich habe ein Lichtschiff gebaut, ein Modul, ein Turboloader-Modul. Und habe da wirklich einiges gemacht, gekoppelt an andere Rechner und naja. Und ich habe mich so daran erinnert, was die letzten Jahre ja schon immer mal wieder, was könnte man eigentlich alles heute machen? Ja. Und was hätte man damals basteln können, wenn man die Bauteile von heute hätte. Ja, die Frage stellt man sich immer wieder so nach den Jahren. Und wie ich dann 2008 den Kerl aus der Kiste gekramt habe, da kam mir so diese verrückte Idee, warum eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich? Mensch, das würde doch mal wieder unheimlich viel Spaß machen, einfach eine Handvoll Chips zu nehmen und zusammenzulöten und ein
selbst, wirklich selbst gestalteten Computer draus zu machen, mit einer ganz eigenen Struktur und den wirklich komplett von Null auf zu programmieren. Das wäre doch wirklich eine tolle Geschichte. Ja, und ich hatte sofort eigentlich auch im Hinterkopf einen Schaltkreis, mit dem ich, den ich auf jeden Fall ins Spiel bringen wollte. Das war dieser Propeller-Mikrocontroller von der Firma Parallax, weil das ein sehr, sehr faszinierender Schaltkreis ist. Da kommen wir nochmal dazu. Und mein Ziel war einfach, dort einen Rechner zu bauen, vielleicht, bis man eine Kommandozeile hat, Programme starten kann, ein paar Türchen hätte und vielleicht ein bisschen was mit Grafik und Sound, das wäre natürlich noch eine ganz schmucke Sache. Ja, das war so das Ziel und da bin ich jetzt auch schon, oder da sind wir schon weit drüber hinausgeschossen. Ja, was ich machen möchte, ist ein Tutorial mal per Video drehen, wie man so ein Gerät aufbaut. Also richtig diese Platine, hier ist mal so eine Leerplatine. Ja, das wäre diese Leerplatine des Geräts. Das wirklich bis zum fertigen Gerät aufbauen, wie wird es programmiert, alles einzeln testen, alle Testprogramme, die kleinen Demos mal durchspielen. Dann die Frage, wie installiert man die Betriebssysteme, was kann man dort alles machen, bis hin zu den Erweiterungskarten, die es gibt. Ja, das wollte ich mal per Video mal irgendwie abdrehen, weil ich sowieso so ein Ding nochmal aufbauen muss für ein Tutorial in Textform. Weil ich dachte, naja, vielleicht ist das mal ganz interessant im Internet, dass, wenn das jemand bei YouTube findet, vielleicht hat er ja mal Lust, sowas zu machen. Und ein Tutorial gibt es auf unserer Webseite. Wir haben also zum Projekt eine schmucke Webseite zu finden unter www.hive-project.de. Den Link, den setze ich nochmal in den Kommentar rein. Dort ist auch ein ganz ausführliches, bebildertes Tutorial zu finden, wie man das Ding stückweise aufbaut. Das kann im Übrigen jeder aufbauen, weil kein SMD drauf ist. Ja, also auch der Lötanfänger, wenn er jetzt nicht alles im Schritt in 2 Stunden zusammenlöten will und langsam vorgeht, kann das Ding zusammenlöten. Ich habe immer scherzeshalber gesagt, das Gerät, das hat ein Küchentischdesign, das heißt, man braucht ein paar Zangen, ja, eine Flachzange, einen Seitenschneider, einen kleinen Lötkolben und ein bisschen was rundherum und die Bauteile und diese Platine und dann geht's los und am Schluss hat man einen kompletten Computer. Und was dieser Computer kann, das werde ich im zweiten Teil zeigen, so ein bisschen als Einleitung zum Tutorial. Also in diesem Teil geht es jetzt eigentlich bloß darum, was ist der Hive, warum muss man unbedingt so ein Gerät haben, ja, und bin ich reif für den Hive und was brauche ich alles dafür. Ja. Jo. Das ist natürlich hier so ein Fujiboin in der Tradition dieses springenden Balls auf dem Amiga. Das war ja wirklich ein faszinierendes Demo damals auf dem Amiga. Und ich habe hier noch eine andere Version davon, die ist aber nicht ganz so schön mit dieser klassischen Aufmachung. Und das Schöne daran ist, wir haben dieses Demo jetzt auch auf dem Hive. Das werden wir dann nachher sehen. Da hat man gleich mal so ein bisschen einen Vergleich. Irgendein Hinweis über die Leistungsfähigkeit, was kann man machen. Ich muss es gleich dazu sagen, der Hive ist mehr 8-Bit als 16-Bit. Ja, also es ist ein bisschen besserer Atari 800 oder ein besserer C64 oder ein besserer KC oder Spektrum. An die Leistung von so einem Atari ST kommt er nicht ran, aber er hat dennoch moderne Schnittstellen. Das ist eben eine entscheidende Sache. Ja. Also man hat trotzdem eben eine LAN-Schnittstelle sofort drauf. Man kann sofort Daten hin und her schieben, wenn man eine SD-Karte hat. Ja, da kann man sofort mit dem PC irgendwas austauschen.
Er hat ein serielles Host-Interface, wo man das koppeln kann mit dem Host-Compiler auf dem Rechner. Ja, also das ist, wo ich hier bei so einem alten Gerät dann durchaus nochmal nachrüsten müsste, um die Verbindung herzustellen. Ja. Oder wenigstens in die neueren Rechner eine Floppy einbauen müsste. Weil die Disketten, das Diskettenformat war ja durchaus kompatibel zum PC. Aber die Idee war ja halt wirklich sowas selber zu bauen und nicht diese alten Schätzchen zu zerbasteln. Die hebe ich mir auf für einen schönen Abend, um mal zu schauen, was können die Geräte, und da möchte ich eigentlich weniger mittlerweile mit dem Lötkolben rangehen. Wer weiß, wie lange sie noch halten, und besser werden sie halt.